Und wir sind ja jetzt in Corona-Zeit, deswegen gibt es heute ein aktuelles Corona-Video, Klartext-Thema. Wie ist es im Fliegen? Heißt also, fliegen während Corona-Zeit. Ja? Also wir sind sozusagen vor unserem vierten, gefühlt zehnten Lockdown. Ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Man hat von der Industrie uns mitgeteilt, liebe Kunden, es hat jeder gekriegt. Ich meine, bitte erinnert euch, ja? Geht bitte mal auf die klaren Dinge, die ihr als Mail bekommen habt. Die findet ihr. Und ich habe ja auch von der Ron-Familie, vielen Dank nochmal dafür, dass ihr weiterhin mich informiert, was für ein Dreckstall da und was für eine Unzumutbarkeit dort. Und hier ist die Lounge eine Riesenschlange, man kommt nicht voran. Es ist Servicewüste. Also die Servicewüste. Und ich versuche heute wirklich ruhig zu bleiben. Ich habe mir gesagt, komm, das Klartext, es ist früh morgens, da fängst du ruhig an, da willst du jetzt nicht gleich sozusagen wieder ausrasten und dem einen oder anderen mal so eine rechts und links in die, ne, geben, sondern wir sind ja alle sowieso schon sehr weich gespült. Das ist ja auch ein Problem. Für mich ein extremes Problem ist das Weichgespültsein, weil alle immer so nett und lieb sind, ja? Ich meine, Höflichkeit hat nichts mit nett und lieb zu tun. Man muss kein Arschkriecher sein, um, ich sag mal, freundlich zu sein. Sondern man kann einem ganz klar die Meinung sagen. Auch das werde ich natürlich jetzt unterwegs, ich bin ja unterwegs. Es geht darum, ein neues Klartext ist in der nächsten Vorbereitung. Ich fliege jetzt mit Lufthansa und habe das Problem festgestellt, auch bei vielen, die mir geschrieben haben, dass die beim Abräumen keine Handschuhe anziehen. Und das Schlimme ist ja, dass sie sich auch die Hände danach nicht desinfizieren, sondern dir was bringen, wo sie gerade vorher den Müll abgeräumt haben. Und dann sind die Hände immer noch schmutzig, Bakterien etc., der Dreck von allen anderen. Und dann kriegst du da noch ein Glas Wasser gebracht. Also das ist schon so. Die Marketingabteilung, also die erzählt uns, es ist alles toll und die Realität ist eine komplett andere. Und genauso wie auch beim Personal und so weiter. Ja, das heißt, wenn ich jetzt unten an diesen Check-in denke, die First Line, da standen 10 Leute heute Morgen. Wirklich, ich habe das jetzt nicht aufgenommen, aber die First Line bei der Lufthansa 10 Leute. Bei der Business nebendran ist ja auch nur noch ein oder zwei Schalter geöffnet. In der Economy machst du ja alles selbst, da ist ja gar keiner mehr. Was jetzt also heute geklappt hat, ist, ich habe heute den Self-Check-In benutzt. Das hat also funktioniert. Es ist möglich, indem man Folgendes macht. Bereitet euch also dementsprechend vor. Deswegen auch dieses Video für euch. Es soll ein aktuelles, ja, eine aktuelle Beschreibung sein, wie der Zustand momentan ist. Fangen wir mal zu Punkt 1 an. Wenn ihr ankommt, plant wirklich im Moment 2 Stunden ein. Wer also später kommt, das kann in die Hose gehen. Seid lieber frühzeitig drin, weil wenn der Flug weg ist, der Flug weg. Das ist dramatisch dann. Dann kriegt ihr den Anschluss nicht oder was auch immer. Also mein Vorschlag, egal ob Vielflieger, Business Traveler, wie auch immer, 2 Stunden vor am Flughafen sein, ist ratsam. Wenn man nicht VIP bucht, natürlich, ist klar, dann brauchst du nur eine halbe Stunde. Aber wenn du jetzt ganz normal Senator, Horn Circle oder sonst was bist oder du hast eben nur ein Business-Ticket, 2 Stunden ist wirklich empfehlenswert, speziell zu den Stoßzeiten. Ja? Also ich meine, wenn man kommt um 11, da könnte man auch um 12 fliegen, das könnte man schaffen. Aber dann ist wieder um 12, 1 wieder schwierig. Also wirklich, vielleicht euer Koffer aufgegeben. Ich fliege schon ganz ohne Koffer, weil Handgepäck am besten ist. Also auch da nochmal ein Tipp, wenn ich unbedingt einen Koffer brauche, nehmt Handgepäck, es ist am besten. Dann könnt ihr natürlich auch die billigsten Tickets buchen, also diese Lights-Tickets sind natürlich albtraumtechnisch, gibt dann nichts dafür, aber wenn man nur Handgepäck hat, reicht es eben. Dann eben die Security, Hamburg, wie auch immer, auch München, egal wo ihr hinkommt, Frankfurt, es dauert. Auch wenn, ich sag mal, die Situation so ist, dass man zum Beispiel jetzt also hier am heutigen Tag, es war nicht ganz so, ja, also die haben sich schon bemüht, aber sie sind natürlich, ja, man geht dann in die Pause, dann wird wieder privat gesprochen und das ist überall. Bitte darum nochmal ganz wichtig, plant ein, dass eben auch irgendwelche Dinge passieren können, die vielleicht nicht eingeplant sind. Und wenn ihr durchgeht und wollt noch in die Lounge, auch da Schlange. Heißt also, ich sag mal, heute Morgen habe ich geguckt, es waren glaube ich 6 oder 7 Leute, aber da standen schon die Schlange bis zur Treppe. Auch das habe ich alles schon erlebt in Hamburg, das habt ihr auch schon erlebt. Von der Seite nichts Neues. Also wer in die Lounge noch will, vielleicht noch eine E-Mail abrufen, vielleicht noch ein Brötchen irgendwie erwischen, was es vielleicht gerade noch gibt. Ich bin gar nicht mehr rein, weil ich gedacht habe, wenn ich da noch reingehe, kriege ich meinen Flieger gar nicht mehr. Also habe ich also zeitlich jetzt das so geschafft, dass ich jetzt noch eine halbe Stunde bis zum Boarding habe, gehe sowieso als Letzter. Dann habt ihr eure Boardingzeiten, das heißt die Gruppen 1 bis 5. Da müsst ihr also auch gucken, dass ihr dann da seid, denn man weiß ja nie, was ist. Ja? Ich meine, es gibt immer alle Möglichkeiten, aber ich sag mal, auch für das Einsteigen, es soll ja dann zügig gehen. Wir wollen ja nicht selbst dafür verantwortlich sein, dass auch der Flieger jetzt wegen uns noch nachher, wobei das der kleinste Bereich ist. Ja? Also wegen uns, ich glaube wegen uns Passagieren, fliegt der Flieger am wenigsten spät los. Das ist eher, weil die Organisation einfach großer Mist ist. Ja. So, und dann seid ihr im Flieger drin und dann heißt es natürlich hinsetzen. In der Eco ist ja nichts zu erwarten. Da heißt es wirklich hinsetzen, Koffer reinstellen, unten reinstellen, alles zumachen und dann eine Stunde da hocken und absetzen. Alles andere
würde ich sagen, wenn ihr unbedingt aufs Klo müsst, dann würde ich das probieren. Aber auch da sind die Toiletten oft sehr voll, wie ich feststellen kann. Im Businessbereich null Service. Null Service. Ich meine, man gibt sich Mühe. Es gibt immer noch einige Mitarbeiter. Ja, das muss man dazu sagen. Es sind ja auch Mitarbeiter an Bord, wo man sagt, meine Güte, wieso sind die immer noch bei Lufthansa? Also ich kann das immer noch nicht verstehen, dass die immer noch hier arbeiten, weil die ja wirklich eigentlich gar keine Lust haben und auch das auch vermitteln. Ja? Und alles andere, das heißt also die anderen, die sich sozusagen ein bisschen Mühe geben und die noch Lust haben, was zu tun, müssen im Endeffekt darunter leiden, dass sie natürlich dann vielleicht auch eine schlechte Stimmung abkriegen, weil zwei, drei andere eben dabei sind, die keinen Bock haben. Und der Service, ich meine, das, was man da zu essen kriegt, ist immer dasselbe. Es ist immer dieselbe Geschichte. Man kann schon von derselben Geschichte sprechen, ich weiß, es ist die gleiche Sache, aber im Endeffekt, es ist so dramatisch, dass man wirklich das Gefühl hat, man isst immer dasselbe Essen, weil es einem immer wieder kommt, wie täglich grüßt das Murmeltier, ja? Also von der Seite ist immer diese Pute und man kann schon gar nicht mehr sehen, oder? Ich kann schon gar nicht mehr sehen. Und bestellen, was soll man jetzt bestellen für die halbe Stunde? Ich meine, da ist auch irgendwie nichts. Also da bringt man sich am besten was mit, oder? Mein Vorschlag ist, wenn ihr was essen wollt, bringt euch was mit, packt euch eine Stulle aus und dann esst ihr die da. Aber jetzt zur Zeit an Bord essen, was trinken, was macht denn da für Freude? Ist doch null Freude. Ist doch null Freude. So, und Hilfsbereitschaften sind ja natürlich auch schwer zu kriegen. Und was ich ja gesagt habe, das große Thema mit der Sauberkeit, an Bord, genauso wie eben auch in den Airports, überall schmutzig, dreckig, nicht richtig sauber gemacht. Die sagen zwar, dass sie da dementsprechend die Plätze, aber wenn ich mir die Plätze angucke, ich kriege ja Bilder auch von euch. Ihr habt das mal gemacht, was ich auch gemacht habe. Das Tuch mal genommen, mal gewischt. Da ist ja nicht nur im Endeffekt Bakterium drauf und nicht nur Dreck, sondern es ist noch drauf. Fume-Events, die ja stattfinden, immer wieder mal in kleinen Mengen. Dann natürlich auch Sachen, die sich in der Zeit beim Fliegen durch irgendwelche Menschen, die mitbringen. Das heißt, der eine geht aufs Klo, wäscht sich doch nicht die Hände und bringt natürlich seine Fäkalien keine mit. Und der andere hat, ich weiß nicht, ein Kind, ein Baby, was weiß ich, und der patscht da immer drauf und dann und so. Ist auch, also das alles bleibt ja drauf und das wird nicht sauber gemacht, auch die Fenster. Guckt euch die Fenster an, ihr braucht ja nur mal so durchgucken. Wenn ihr diese Fensterdinge anfasst, das ist also Albtraumtechnik. Wie viele Handdrücke da drauf sind, dann frage ich mich, wieso fassen alle an diese Fenster? Ja? Bleibt mir natürlich ein Rätsel. Von der Seite ist das jetzt heute hier ein aktuelles Video, was euch zeigen soll, wie der Stand der Dinge ist. Es lohnt sich, ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, auch wenn das, ich sag mal, wirklich ich derjenige bin, der sagt, es ist eigentlich eine Frechheit, dass wir die Zeit einplanen müssen, aber es lässt sich nicht ändern. So, das war ein aktuelles Video zur Corona-Zeit. Wie fliege ich in Corona-Zeiten? Ich hoffe, das hat euch ein bisschen in Informationen rübergegeben und hilft euch auch, wenn ihr die nächste Planung habt, jetzt noch in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen. Ich werde gucken, wie ist es in Frankfurt aktuell? Ich werde gucken, wie ist es in München? Hat sich da was verändert, was verbessert? Wie lange muss man da einplanen? Natürlich auch das Thema innerdeutsch ist noch einiges möglich, aber sobald es in die europäischen Dinge geht, hin und zurück, denkt bitte dran, ihr müsst ja auch noch Tests und sonstige Dinge auch noch haben. Auch das ist eigentlich alles ein Irrsinn. Also eigentlich sollten wir zu Hause bleiben. In dem Sinne, abonnieren, liken und wiederkehren. Und tschüss. Ist ein Go. Hier bei der Horn Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen. Logisch bei der Horn. Und weiterempfehlen. Wesso, 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 w